Als kurze Live-Erklärung möchte ich euch einmal zeigen, wie man den Satz des Pythagoras in Anwendungssituationen benutzen kann. Ich gehe dabei auf das Buchbeispiel ein, das findet ihr auf der Seite 38. Den Text könnt ihr eigentlich selber lesen. Ich lese ihn trotzdem mal kurz vor. Eine Stehleiter ist zusammengeklappt, 2,10 Meter lang. Wenn sie aufgestellt ist, sind die Fußenden 1,40 Meter voneinander entfernt. Wie hoch reicht die Leiter? Um den Satz des Pythagoras anwenden zu können, brauche ich rechtwinklige Dreiecke. Und da hilft es meistens, wenn man sich erstmal eine einfache Skizze von der Situation macht. Die ist zwar hier schon gegeben, ich male es trotzdem nochmal daneben. Das ist allerdings kein rechtwinkliges Dreieck, sondern ein gleichschenkliges Dreieck. Wo ist ein rechtwinkliges Dreieck? Das finde ich in diesem Fall, wenn ich die Höhe einzeichne. Höhe ist eine Linie senkrecht auf die eine Seite durch den gegenüberliegenden Eckpunkt. Das mache ich jetzt hier mal unten zu der Basis. So. Und genau die ist ja auch gesucht. Ja, dann brauche ich eigentlich nur die anderen beiden Seiten. Ich weiß, diese eine Seite hier ist 2,10 Meter lang. Wenn sie zusammengeklappt ist, ist sie 2,10 Meter lang. Wenn sie aufgeklappt ist, immer noch, logisch. Und wenn sie auseinandergeklappt ist, sind die Fußenden insgesamt 1,40 Meter auseinander. Das heißt, dieses kurze Stück hier ist 70 Zentimeter, denn beim gleichschenkligen Dreieck teilt die Höhe die Grundseite in zwei gleich große Teile. Und dann habe ich ein rechtwinkliges Teildreieck. Das ist hier. Der Stift ist leider ein bisschen dick, macht nichts. Und dann kann ich den Satz des Pythagoras anwenden. Da lautet ja, die eine Kathete zum Quadrat plus die andere Kathete zum Quadrat ist gleich der Hypotenuse zum Quadrat. Das heißt hier 0,7 zum Quadrat. Bei den Rechnungen dürfen wir die Einheiten weglassen. Plus h zum Quadrat ist gleich 2,10 Meter zum Quadrat. Das Ganze sollte ich auflösen nach h. Also erst rechne ich minus 0,7 zum Quadrat. Dann steht da h Quadrat ist gleich 2,1 zum Quadrat. Minus 0,7 zum Quadrat. Ich ziehe aus dem Ganzen die Wurzel und habe eigentlich schon den Lösungsterm. H ist gleich Wurzel aus 2,1 Quadrat minus 0,7 zum Quadrat. Quadratische Gleichungen können ja auch zwei Lösungen haben, aber hier gibt es nur eine, denn eine negative Streckenlänge gibt es nicht. Ja, und das kann ich so in den Taschenrechner eintippen. Taschenrechner habe ich jetzt hier mal nicht. Ich öffne mal GeoGebra. Schwupps, und kann das so, wie es hier auch steht, in den Taschenrechner eingeben. Okay, GeoGebra kennt jetzt Wurzeln nicht direkt, das benutzt SQRT für das englische Square Root. Und dann 2,1 zum Quadrat minus 0,7 zum Quadrat. Ausrechnen kommt 1,98 raus, also fast 2 Meter.